erste gelockerte Lockdown bis zum 28. März soll dieser Lockdown also weitergehen, aber darauf deutet eine Beschlussvorlage für das morgige Videotreffen von Kanzlerin und Minister. Vielleicht darf man dann offiziell mehr als eine Person als Besuch empfangen. Vielleicht geht es auch bei den Kitas und Schulen voran, allerdings fehlt es wohl an ausreichend. Angela Merkel jedenfalls beharrt auf einer Notbremse. Wenn die Zahlen wieder hochgehen, wie zu hören ist, genau wissen werden wir es wohl erst morgen. Icon: Vergrößern vorsichtige Lockerungen, Symbolbild, Foto, Annegret Hilse. Deutsche Presseagentur. Es kursieren sich Vorschläge, Zitate, Vorwürfe. Spitzenpolitiker und Politikerinnen überbieten sich gerade mit neuen Corona-Strategien, sagt meine Kollegin Julia Köppel aus unserem Wissen. Einige der Ideen sind aus Forschungssicht riskant. Die Infektionszahlen steigen, kein besonders guter Zeitpunkt für Lockerungen, sagt, wie gut Deutschland durch die sich anbahnende dritte Welle kommen wird, hänge vor allem davon ab, wie schnell Impfungen vorangehen und ob Schnelltests klug eingesetzt werden. Die ganze Analyse lesen Sie hier. Stufenplan, Impfen, Schnelltests, das sind die Chancen und Gefahren aller aktuellen Corona-Nachrichten, finden Sie hier. Das News-Update zur Bande-Kampfmaschine aus dem Sauerland der T-1000 der deutschen Politik heißt Friedrich Merz. Die nahezu unzerstörbare Kampfmaschine aus dem besten Terminator-Film Tag der Abrechnung übersteht fast jedes Gefecht. Der CDU-Politiker taucht nach jeder Abstimmungsniederlage. An die CDU-Spitze hat er es zweimal nicht geschafft. Sein Angebot, als Wirtschaftsminister ins Kabinett einzutreten, hat die Kanzlerin überhört. Jetzt will er wenigstens wieder in den Bundestag und in seinem alten Wahlkreis als Direktkandidat antreten, wie meine Kollegen Florian Gartmann, Kevin Hagen und Feigny. Am Abend bestätigte Merz entsprechende Andeutungen und Gerüchte. Ich hätte große Freude daran, die Menschen und unsere Region im Bundestag zu vertreten. Icon: Vergrößern kann nicht die Form komplexer Maschinen annehmen. Foto, Band von Jurtschenka Picture Alliance. Das Problem: Im Hochsauerlandkreis gibt es schon einen CDU-Ab. Seit 2009 vertritt der Innenexperte Patrick Sensburg den Wahlkreis im Bundestag und würde das gern auch weiterhin. Bei ihm ist die Freude entsprechend gedämpft. Ich bleibe dabei, ich trete wieder an, wenn es sein muss, scheue ich auch keine Kampfkandidatur. Warum provoziert Merz den nächsten Machtkampf? Ich glaube, er hat das Gefühl, den Kampf um die Parteispitze zu knapp verloren zu haben, um ganz auszusteigen aus der Politik, sagt Feig. Was immer sich aus einem Bundestagsmandat auch entwickeln würde, er nimmt das Risiko, er droht, als jemand dazustehen, der nicht loslassen kann. Der auf Teufel komm raus mitmischt. Vielleicht ist es so, der T-1000 kann seine Gestalt wechseln, Merz nicht aus sein. Fragt sich, wer die Rolle Arnold Schwarzeneggers übernimmt. Lesen Sie hier die ganze Geschichte, Angriff aus dem Sauerland. Drei Kampfmaschinen auf dem Schlachtfeld. In den Terminator-Filmen wendet sich die künstliche Intelligenz gegen ihre Erschaffer, also uns. Ich habe das lange für Science-Fiction gehalten, in den Worten meines Kollegen Christoph Seidler aus unserem Wissenschaftsressort. Wer einmal einen Computer bedient hat, wer sich mit Abstürzen und vergrützten Updates herumgeschlagen hat, der kann die Vorstellung nur grotesk finden, dass Maschinen über Leben und Tod entscheiden. Vergrößern Vorfahre des Terminators? Foto, BFC. Rita Daniel 15s Marine Expeditionary Unit. Aber offenbar sind wir näher dran am Cyberdyne Skynet-Moment als ich dachte. Die enormen technologischen Fortschritte, die in den letzten Jahren in den Bereichen der Robotik und der künstlichen Intelligenz erzielt wurden, haben diese Vorstellung autonom agierender Waffen an die Schwelle zur konkreten Umsetzung gerückt, heißt es etwa in bestem Roboterdeutsch in einem Gutachten des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bund. In den USA empfehlen Pentagonberater dem neuen Präsidenten Joe Biden jetzt, Amerika müsse ganz, ganz vorn dabei sein, wenn es um die Entwicklung solcher Waffen, sonst übernehme China diesen Platz. In der Militärtechnik vollzieht sich aber gerade eine Revolution, die dritte grundlegende nach der Erfindung des Schwarzpulvers und der Atomwaffen, berichtet Christoph, der das Pentagon-Papier analysiert hat. Auch für uns in Deutschland ist das keine rein akademische Debatte. Die Bundesrepublik verhandelt mit Frankreich und Spanien gerade über den Bau eines Future Combat Assets. Das würde neben einem Kampfflugzeug, das den Eurofighter ablösen soll, auch sogenannte Remote KI. Und diese unbemannten Flugkörper hätten dann wohl zumindest einige autonome Funktionen. Einziger Trost: Atomwaffen wollen auch die Pentagon-Berater nicht maschinell steuern. Sarah Connor sagt am Ende von Terminator 2, die unbekannte Zukunft rollt auf uns zu und zum ersten Mal sehe ich ihr mit einem Gefühl der Hoffnung. So weit würde ich nicht gehen. Hier die ganze Analyse.
Wettlauf der Kampfroboter. Sie möchten die Lage am Abend per Mail bequem in Ihren Posteingang bekommen? Hier bestellen Sie das tägliche Briefing als Icon, Spiegel-Icon, Spiegel-Icon, abspielen Podcast, abspielen Icon, zurückspulen Podcast, erneut abspielen. Was heute sonst noch wichtig ist: USA verhängen im Fall Nawalny Sanktionen gegen Russland. Nach der EU verhängen auch die USA im Fall Nawalny Strafmaßnahmen gegen russische Unternehmen und Funktionäre. Moskau gibt sich von den EU-Sanktionen indes unbeeindruckt. Ungarn muss geflüchteter Familie Entschädigung zahlen. Immer wieder wurde Ungarn für die katastrophalen Bedingungen im Flüchtlingslager Ruske kritisiert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat nun in einem besonders krassen Fall ein Urteil gesprochen. Britische Studie belegt hohe Wirksamkeit nach erster Dosis. Zahlen aus Großbritannien zeigen, dass Krankenhausaufenthalte von Hochbetagten nach der ersten Corona-Impfung um rund 80% zurückgehen. Auch die Sterblichkeit sank. Punkt. Was wir heute bei Spiegel Plus empfehlen: die 47 Angeklagten. 8 Monate nach Verhängung des drakonischen Sicherheitsgesetzes steht die Führung von Hongkongs Opposition. Ihr Vergehen? Sie wollten die Regierung abwählen. Wer einen Laden eröffnet, bleibt mietfrei. Erst der Onlinehandel, dann die Pandemie. Die Fußgängerzonen drohen auszusterben. In der niedersächsischen Stadt Hameln geht der Oberbürgermeister nun mit ungewöhnlichen Mitteln der Papageien in Plastikflaschen. Tausende Dollar bringen seltene Vögel auf dem Schwarz. Um sie zu verschiffen, greifen Tierhändler zu brutalen Methoden. Icon, Spiegel. Was heute nicht so wichtig ist: Standbildäußerung in Bewegtbildkonferenz. Queen Elizabeth II, 94, Trägerin des etwas länglichen Titels von Gottes Gnaden Königin des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland und ihrer anderen Königreiche und Territorien, Oberhaupt des Commonwealths, Verteidigerin des Glaubens, hat sich vergnügt über eine Statue geäußert, die ihr zu Ehren im australischen Adelaide errichtet wurde. In einem Videotelefonat mit führenden Politikern des Bundesstaates South Australia sagte sie, man könnte denken, grundgütiger. Ist sie unerwartet angereist? Tippfehler des Tages, inzwischen korrigiert. Stattdessen haben sie sich die wohlhabenden Länder des Nordens ein Vielfaches der Impfstoffmengen gesichert, die sie für die Versorgung ihrer eigenen Bevölkerung benötigt. Cartoon des Tages, Öffnungsdiskussionsorgie und heute Abend? Icon, vergrößern Autokrach 2008. Foto, Julian Baumann. Könnten Sie anfangen, den neuen Roman von Christian Krach zu lesen? Wenn Sie Glück haben, hat der Buchhändler in Ihrem Viertel oder Ihrem Ort noch seinen Fensterverkauf offen und hat es vorrätig. Notfalls müssten Sie aufs E-Book aus. Krach jedenfalls ist berühmt geworden mit seinem Roman Faserland, der Geschichte einer Reise von Nord nach Süd, auf der sich ein ästhetisch hochempfindlicher Einzelgänger an der westdeutschen Gesellschaft der 90er Jahre abarbeitete. So beschreibt es mein Kollege Sebastian Hamel-Ille, Leiter des Kultur. Mehr als ein Vierteljahrhundert ist seit Faserland vergangen. Krach hat weitere tolle Romane geschrieben und zwischendurch auch mal eine Zeit lang für den Spiegel gearbeitet. Sein neues Buch wird als Fortsetzung des Debüts angepriesen, und Sebastian schreibt auch: Eurotrash ist wie Faserland eine Reiseart. Allerdings gehe es diesmal nicht um Erlebnisse am Gate des Flughafens oder im Bordtreff des ICE, sondern um eine Reise ins Ich. Das Buch liest sich wie der Bericht einer Psychoanalyse. Die eigentliche Hauptfigur, wie könnte es in einer Psychoanalyse anders sein, ist dabei nicht der Erzähler, es ist seine Mutter. Sebastian ist von der erschütternden Familiengeschichte, wie Krach sie aufgeschrieben hat, ziemlich beeindruckt. Hier die ganze Rezension. Einen schönen Abend. Herzlich, Ihr Oliver Trennkamp. Hier können Sie die Lage am Abend per Mail.